Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier in Railwood, oder besser gesagt einem abgeschlossenen Projekt. Wir sind auf der Karte Zofingen und diese Karte, die habe ich selber gebaut. Und das Spezielle an dieser Karte ist, die ist nach Originalplänen von der SBB nachgebaut worden. Das heißt, das, was man hier so sieht, ist auch so im Plan hinterlegt. Also die Geschwindigkeiten sind soweit die richtigen, also beziehungsweise nachinterpretiert, weil ganz 1 zu 1 kann man es hier nicht nachstellen. Die ganzen Signale sind soweit an den richtigen Positionen. Ich habe auch versucht, Rangiersignale ein bisschen anzudeuten, wo die stehen. Auch die Industrieanschlüsse, der Fahrplan ist real, nur ganz leicht angepasst, damit es hier auf der Karte funktioniert. Das Einzige, was komplett fiktiv ist, sind die Güterzüge und die Leerzüge, die wir hier sehen werden, wo gerade zwei kommen. Ansonsten ist es ungefähr so, was man dann auch im Stellwerk sehen würde. Und ich würde sagen, das schauen wir uns mal ein bisschen an und ich erzähle euch dann mal ein bisschen was zu der Karte. Wir lassen die Zeit mal laufen. Wir haben da einen Zug, der will nach Zofingen Gleis 5. Der fährt hier mal in das Gleisdreieck rein und dann auf Gleis 5 hier runter, wo er dann wartet. So, der fährt auf Gleis 2 und verlässt uns dann gerade schon wieder. So, jetzt Richtung Luzern hier runter, Sursee. Kennt vielleicht auch der ein oder andere aus Transim World. Ja, hier links ist der Bahnhof Olten, ein recht großer Bahnhof. Dann haben wir hier einen Tunnel, dann sind wir hier in Aarburg-Oftringen. Dann haben wir hier in Aarburg-Oftringen zwischen 2 und 3 haben wir hier den Bahnsteig und auf 1 ist ein Bahnsteig. Das hier oben, das ist so ein Industriegleis. Hier hat es auch keine regulären Ausfahrsignale, sondern nur Rangiersignale. Deswegen habe ich jetzt da hier die manuellen Signale hingetan. Und da oben hat es einen kleinen Industriegleis, ein bisschen Stumpfgleis. So, da kommt gerade ein Leerzug, der will nach Rotrist. Den schicken wir jetzt mal kurz nach da unten. So. Da kommt der Interregio. Der möchte auf Gleis 3 fahren. So, dann haben wir hier geografisch bedingt noch einen kleinen Tunnel. Und ja, eben hier ist das Gleisdreieck. Da geht es halt weiter Sursee, Luzern, unten Rotrist. Da könnt ihr da hin und her wenden, theoretisch. Ich habe auch die Bahnübergänge angedeutet hier, so wie es halt geht. Ich kann es ja leider optisch nicht so gut hier irgendwie markieren. Da fehlen einfach die Elemente mit der Nummer dazu als Referenz. Über den bin ich schon einige Male drüber, den da unten, und habe schon dezent öfters mal gewartet, bis hier mal wieder frei geworden ist. Auch da Industrieanschluss. Das da oben ist eine eingleisige Strecke, wo die S-Bahn regelmäßig hin und her fährt. Werden wir dann später auch sehen. Hier drinnen hat es zwei Bahnübergänge hintereinander. Zofingen selber. Wir haben da den Bahnsteig hier in der Mitte und einmal da, beziehungsweise hier oben. Das da unten sind Abstellgleise, wo Güterzüge warten können oder bereitgestellt werden. Aus den Industrieanschlüssen hier. Und hier die manuellen Signale sind quasi alles Rangiersignale, wo sie halt auch in echt stehen. Und das dahinter sehen wir im Stellwerk hier nicht mehr. Und da, wo man dann wirklich Zugfahrstraßen machen kann, da hat es hier die automatischen Signale. Das gleiche gilt es auch für hier oben. Und auch hier hinten, wobei hier kann man Zugfahrstraßen machen, gemäß Plan. Auch da in die Richtung. Und da halt wieder raus. Und die Positionen der Signale sind alle so weit, wie es im Plan drin stand. Sodass das zum Beispiel hier hinten ist oder Spezialität hier in Aarburg, dieses Ausfahrsignal da. Das steht da hinter der Weiche. Gut. Der Interregio hier, der möchte dann weiter nach Olten fahren. Das tun wir dann gleich schon mal einstellen. Weil der Güterzug hier Platz gemacht hat. Und wenn ihr die Karte natürlich für euch selber spielen wollt, aber keinen Spoiler haben wollt, dann spielt es zuerst und schaut euch dann das Video dazu an. Wenn ihr quasi wissen wollt, wie man 100% macht. Ich meine, die Karte ist jetzt nicht allzu schwer, sie verzeiht aber auch wenig Fehler. Also man muss schon aufpassen, wann er zukommt, wann er abfahrt.
weil die Begegnungen teilweise sehr eng sind und dann ist vorbei mit 100%. Mal schauen, ob ich selber 100% schaffe. So chaotisch wie ich bin, passieren mir dann auch mal immer wieder Fehler. Ich habe es auch schon mal ein bisschen erleichtert, dass bei den Zeiten, wo hier Züge reinkommen, Sensor ist, der macht den ersten Teil der Fahrstraße. Danach müsst ihr halt selber arbeiten. Da kommt jetzt zum Beispiel der Güterzug noch 5 von Olten. Ja, ihr braucht es gar nicht machen. Der fährt hier nach Aarburg rein. Und da dachte ich mir, er bleibt hier dann kurz stehen. Sagt er dem Fahrdienstleiter, ja, ich will da in den Anschluss rein. Und der sagt dann, ja, passt, fahrt rein und tschüss. Wobei, ich habe noch nie einen Zug reinfahren gesehen, seitdem ich da in der Nähe bin. Südli. Das passt. Da hinten kommt gerade nichts. Okay, um 6 nach kommt hier die S29 angerauscht. Das können wir hier schon mal soweit einstellen. Oh, das ganze rumgeglitzere, wenn man hier Fahrstraßen macht. Ah, nee, das würde ich so gerne abschalten. Nichts für mich. So, der kann jetzt ausfahren. Es ist ein bisschen knapp. Ich meine, wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann schickt man ihn von da oben, von da unten nach da oben. Lässt ihn kurz stehen und lässt ihn dann runterfahren. Das geht auch. Wir müssen es vermutlich in der Realität sogar machen. So, los geht's. Ich glaube, das Panel tue ich mir mal wieder abstellen hier. So, und hier bin ich jetzt auch mal faul. Und gebe ihm da schon mal die Einfahrt. Und dann haben wir erstmal nichts mehr zu tun. Dann können wir vorspulen. Es ist verkehrstechnisch hier jetzt auch nicht sehr viel los. Also ich habe mich jetzt um den Fahrplan zwischen 7 und 8 jetzt hier nachgebildet. Mit den fiktiven Güterzügen. Aber es ist, ja, es ist nicht sehr stressig hier. So, RE24 von Olten. Möchte noch Zofingen Gleis 2. Auch das können wir hier schon mal einstellen. Fährt dann weiter nach hier unten. Bleibt da nochmal stehen und dann weiter. S29 auf Gleis 3. Fährt weiter Richtung Aarburg und Olten. Auch das können wir schon mal machen. 7 nach. Okay, und dann kommt auf der anderen Seite der Güterzug. Läuft, läuft, läuft. So, da haben wir jetzt einen Leerzug. Fährt nach Aarburg. Und ich meinte, der bleibt in Aarburg kurz stehen. Ja genau, der lässt sich überholen. Und fährt dann weiter. Oh, den habe ich jetzt vergessen. Manche Züge werden auch bestraft, wenn sie anhalten. Bei den Güterzügen habe ich das nicht reingetan. Der fährt auf 4, bleibt da kurz stehen. So, von da oben der nächste Zug. S28 fährt da rein und tut dann wenden. Beziehungsweise das automatische Wenden mache ich hier mal an. So, irgendwas vergessen? Nee. 7.14 Uhr. S29. Moment mal. Doch, na, ist richtig.
Sille, können wir hier nochmal vorspulen? So, und jetzt ist es so, dass der Güterzug hinter dem RE hinterherfahren wird. Wir stellen ihm das schon mal hier ein. Eventuell werde ich von der Karte noch einen Endlos-Modus machen. Dann könnt ihr das quasi mit einem eigenen Fahrplan machen, beziehungsweise selber umstellen, automatisieren etc. Und ich biete das jetzt nur als Vorlage. Ja, ich glaube, das mache ich als Variante. So, von nach Olten. Oh, nee, da habe ich jetzt einen kleinen... Ja, das ist jetzt besonders bei dem Zug. Der fährt jetzt nur bis nach Zofingen auf Gleis 1. Bleibt da eine ganze Weile stehen und fährt dann den gleichen Service wieder in die andere Richtung. So, der kommt dann auch gleich los. Der hat gewendet. Du kannst dann gerade wieder da reinfahren. Gut. 17 S23. Sonst muss ich jetzt um keinen Zug kümmern. Okay, einmal vorspulen. So, die S23 fährt nach Rodrist. Stimme hat auch gerade schon mal ein. Dann haben wir noch den Interregio von Rotrist. Der fährt dann nach Zofingen rauf und dann hier runter. Es geht sich dann mit der anderen S-Bahn ganz genau aus. Die Kombination habe ich dann schon selber erlebt an den Bahnübergang inklusive Güterzug. Da war dann einen kleinen Moment lang zu. Das hat ein bisschen gedauert. Aber immerhin, man konnte die Züge beobachten. Generell, Aarburg kann ich euch empfehlen, tut das mal besuchen. Hat ein schönes Schloss. So, Leerzug fährt dann auch dort weiter. Den habe ich erledigt, den habe ich erledigt. Der kommt erst um 9.20 Uhr. Trotzdem mal hier Fahrstraße machen. Sehr gut. Der Interregio. Der fährt von da nach da, nach da, nach da oben, Gleis 2. Theoretisch könnte auch da unten fahren und dann so wechseln. Geht alles. Wobei, jetzt muss ich mal schauen. Von den Geschwindigkeiten her. Beide gleich. Muss ich mal ganz kurz im Plan nachschauen, ob das tatsächlich so stimmt oder ob ich einen Fehler gemacht habe. Oh, da habe ich jetzt bei mir einen Fehler. Denn diese Weiche da ist schneller als wie die hier. Die da hinten, ich habe den Plan nämlich gerade da, die ist markiert mit 60 bis 75 in dem Bereich. Und die andere da hinten, die da, ist eingetragen mit 80 95. Dann werde ich das nochmal kurz anpassen. Also, wenn ihr das Video seht, dann ist es schon längst korrigiert. Das ist ja jetzt noch gut. Gut, dass ich dann nochmal nachdachte. Merke ich mir. Ja, der Fehler liegt oft im Detail. So, du bitte dann schon mal wenden. Du seht, es geht sich ganz genau aus. Also da darf keine Verspätung passieren.
Weil ich meinte, der Inti-Lüg ist eingestellt, dass er bestraft wird. Ja, er wird bestraft. Okay, um 28 kommt ein Güterzug von da. Der fährt hier nach Britnau in das Gleis da oben rein, bleibt da mal stehen. Ist komplett fiktiv, aber Hauptsache es fährt dann mal was rein da. Und ich meinte, ich habe eingestellt, der fährt über Gleis 2. Ja. Gleis 2. Und dann nach da oben. Ah, Moment, das ist jetzt falsch. Zuerst muss natürlich der Regio durchfahren. Machen wir das hier ein zweites Mal. Und dann kommt der Interregio von der anderen Seite auf Gleis 3. Ja, ich eingestellt. Da ist er. So, da ist der andere. Der fährt dann nach Rodriz runter. So, wunderbar. Und der Güterzug wird dem Interregio hinterherfahren. Da ist dann erstmal ein bisschen Puffer. S23 nach Aburg und dann nach Olten. Von Aburg fährt dieser eine Güterzug dann hier wieder raus. 05 auf 4. Gibt dann schon mal die Einfahrt nach da. Und die S29 kommt auch mal hier lang. Dann ist das hier schon mal eingestellt. Ist der Interregio schon weg? Ah, okay. So, das einmal hier so einstellen, dass du bitte hinterher fährst. Dankeschön. Muss man jetzt aufpassen. Denn die S29 fährt dann auch gleich mal wieder los. Das ist zeitlich hier eng. Und ich muss sagen, es war gar nicht mal so schwer, den Fahrplan hier zu machen. Ich habe zwar schon ein paar Mal neu angefangen. Das Schlimmste ist es, wenn man schon weit mit dem Fahrplan ist und dann merkt man, da sind Geschwindigkeiten falsch. Dann kannst du alle Fahrpläne gerade nochmal neu machen. Das ist ein bisschen sehr ärgerlich. Aber ansonsten mit den neuen Tools geht das richtig gut. Also ihr werdet es dann bei der Robinson-Karte sehen. Da tue ich das ja alles aufnehmen, wie ich die Karte baue. Es macht schon Spaß. Ich glaube, ich habe da Railroad als Karteneditor jetzt für mich irgendwie gefunden. So, du fährst dann nach Aburg hinterher. Wunderbar. So. Du dann bitte einmal wenden. Dankeschön. Da habe ich auch keine automatische Annahme drin. Ein, zwei Sachen werde ich noch fixen. Ich glaube, ich mache alles auf Autoannahme hier. So, nächster Zug 738, das war der RE24 von da unten auf Gleis 3 und 40, die S28 kommt mal wieder. Dann wären wir soweit gut bedient. Nice, läuft. So, eine Minute fährt die ab, Güterzug ist da drin, macht gleich hier Platz. Ja. So geht sich das wunderbar aus. Du bitte einmal wenden, da fährt noch Rotrist. Man könnte auch sagen, ne,
Aber bei Rangierfahrt. Man könnte das hier unten ein bisschen ausbauen. Dann hätte man hier ein paar Rangierfahrten. Aber ich wollte das irgendwie so stellwerkstechnisch einigermaßen authentisch nachbauen. Also ich wollte jetzt keine Railroad-Karte machen, sondern ja, authentisch zum echten Stellwerk. Einigermaßen. Bleibt stehen, fährt dann weiter. Södre. RE24 ist auch da. Ich glaube, da können wir wieder beschleunigen. 45, Leerzug. Können wir das schon mal voreinstellen? So, und sobald der hier durch ist, dann können wir jetzt hier ihn schon mal auf das Signal hier hinfahren lassen. Und dann fährst du hier runter. Und darfst das Nachbarstellwerk nerven. So, 9 Minuten bei dem hier noch. Sidre, bei dir geht's weiter nach Olten. Also ihr seht, wirklich schwer ist es jetzt nicht. Das ist einfach der reale Verkehr mit ein bisschen Güterzug. Aber wenn man ein bisschen verpennt, einen Zug weiterzuschicken oder so, dann ist es halt vorbei mit 100%. Oh, 45 Leerzug. Ich meinte, der fährt. Nee, der fährt durch. Der fährt komplett durch. Ich hätte dir mal einen Halt geben, aber gut. 47 von nach Trist. Wo fährst du hin? Der fährt nach oben. Nice. Ah, ich vielleicht nicht vergessen, das war nur gut. Der fährt jetzt dann auch gleich mal los. Das ist unser LZ. Coole Sache. Finde ich super, wenn der Plan funktioniert. Er hier fährt Zofingen Gleis 2, na Moment, ich muss da gucken, Zofingen Gleis 1 und dann darüber. Zofingen Gleis 1 ist ein bisschen langsam. Oh, jetzt passt soweit. Der Güterzug fährt auf Zofingen Gleis 4 von da hinten als nächstes. Und der Interregio 27. Zofingen Gleis 2. Okay. Alles eingestellt hier. Ja, doch. Nichts vergessen. So, Gegengleis-Action. Die S23 kommt ja auch nochmal. Für Arbrück. Interregio rauscht an. Hahaha, wie geil. Parallel. Hatte ich so gar nicht geplant. So. Und fährt dann runter. Nach Trist.
Kommst du von mir? So, Aberoftigen nach Ultin. Und das waren dann soweit die letzten Züge. Wobei den Interrego, den müssen wir noch weiter schicken. So. Da könnte man natürlich im Fahrplan noch eine Stunde ranhängen und dann andere Güterzüge machen oder welche, die länger stehen. Aber ja, für eine kleine Runde, für zwischendurch, denke ich mal, ist das eine ganz gelungene Karte. Und, ne? Ich glaube, ich dürften jetzt keine Abzüge gewesen sein. Nein! Das ist einmal 100%. Ja, gern eure Meinung in den Videokommentaren. Vielleicht spielt es ja auch selber. Und ich werde noch die ein, zwei kleinen Fehler da auskorrigieren, die ich jetzt sogar noch entdeckt habe. Ansonsten ist es soweit das, was ich mir so vorgestellt habe. Bis dahin, gute Fahrt, macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.